Ich habe mich dazu entschlossen, spontaner zu sein. Und dieses Video war bei mir unter empfohlene Videos. Ich bereue meine Entscheidung. Viele Menschen fragen sich, kann Gott überhaupt existieren? Bei all dem Leid in der Welt, Kriege überall, Kinder sterben an Hunger und die Frage stellt sich, warum tut Gott nichts? Bevor ich anfange zu argumentieren, möchte ich darauf hinweisen, dass unser christlicher Freund sich nicht zu schade war, hier verhungernde und sterbende Kinder zu zeigen, um seinen Gott zu verkaufen. Nachdem ich das erwähnt habe, ja, diese Frage ist berechtigt und existiert im Grunde seit den alten Griechen. Das Ganze läuft etwa so. Wenn Gott gut und allmächtig ist, warum gibt es denn das Böse in der Welt? Wir wissen, Gott ist gut. Und wir wissen, dass Böse existiert, weil wir es sehen können. Das heißt, entweder ist Gott nicht allmächtig, weil er das Böse nicht auslöschen kann, oder er ist zwar allmächtig, aber nicht gut, weshalb er das Böse nicht auslöschen will. Oder er ist weder gut noch allmächtig, das heißt, er wäre es nicht wert, dass man ihn Gott nennt, zumindest laut der christlichen Ansicht. Ich möchte zu gerne hören, wie du dich daraus erklären willst. Aber was macht der Mensch wirklich, wenn er diese Frage stellt? Warum hast du hier ohne jeden Grund einen schwarzen Bildschirm mit Puh, pa, Puh, pa, Puh, pa? Hast du ADHS beim Schneiden oder was ist dein Problem? Was er tut, ist, er setzt Gott auf die Anklagebank. Ruhe, Ruhe im Gerichtssaal. Es beginnt das Verfahren Gott gegen die Menschheit. Den Vorsitz hat der ehrenwerte Richter Luzifer. Und wieder schwarz und rumgedudelt. Muss deine Kamera blinzeln oder was? Aber schauen wir uns doch mal an, ob du wirklich in der Position bist, Gott diesen Vorwurf zu machen. Die Anklage lautet auf 3.478 Vergehen, die unter anderem Mord, Aufruf und Anstiftung zum Völkermord, Kriegstreiberei, mehrfachen Genozid, Tötung von Kindern durch Bären, Aufruf zur Vergewaltigung, Aufruf zur Sklaverei, Sklavenhandel, Brechen der Naturgesetze, Überschwemmen der Welt, Zerstörung mehrerer Städte, Verdammung der gesamten Menschheit zum Tode, Störung der politischen Ruhe, politische Attentate, massenhaften Aufruf zu Tieropfern und Annahme eines Menschenopfers, sowie einen seltsamen Vorfall mit einem sprechenden Esel. Herr Gott, wie bekennen Sie sich? Das war ein Satz. Musst du nach jedem Satz 3 Sekunden Pause machen? Lädst du den Scheiß bei Vine hoch in Einzelteilen oder was ist hier los? Gott hat dich geschaffen. Er hat dir geoffenbart, was gut und was böse ist, was richtig und was falsch ist. Er hat dir ein Gewissen gegeben. Und somit weiß jeder Mensch, was sich gehört und was nicht. Und jeder Mensch weiß, dass es ungerecht ist, wenn Menschen in Überfluss leben und andere am Hunger sterben. Interessant. Ein ätherischer Massenmörder mit gespaltener Persönlichkeit, der es vollkommen okay findet, 42 Kinder von Bären zerfleischen zu lassen, weil sie gesagt haben, guck mal, Glatzkopf, hat mir ein Gewissen gegeben. Warum hat dann die Bibel explizite Regeln, die nichts mit dem Gewissen zu tun haben und dem Gewissen des Menschen widersprechen? Und somit ist der Mensch verantwortlich. Also deine Antwort auf die Frage, warum hilft Gott den Menschen nicht, ist, die Menschen sollen sich selber helfen. Du bist einer der widerlichsten Menschen, den ich seit einer ganzen Weile gesehen habe. Du schneidest hier grinsend Bilder von verhungernden kleinen Kindern rein und sagst dann, mein allmächtiger Gott kann gar nichts machen, weil die Menschen das klären müssen. Du widerst mich auf einem Level an, das ich seit langem nicht mehr gesehen habe. Die erste Frage, die wir stellen, was tust du für die Kinder in der dritten Welt, die an Hunger sterben? Ich engagiere mich für eine bessere Welt. Ich versuche, diese Welt innerhalb meiner Mittel zu verbessern. Das Ganze wäre allerdings deutlich einfacher, wenn ich allmächtig wäre. Spendest du dein Geld? Gehst du in diese Länder und teilst Essen aus? Hast du alles aufgegeben und bist du in diese Länder gereist, um zu helfen? Wenn die Antwort nein ist, dann bist du nicht in der Position eines Anklägers, der Gott verklagen kann. Okay, es tut mir leid, dass ich jetzt etwas neben der Spur bin. Ich mache diese Aufnahme zum
circa 14. Mal, weil ich nicht zu emotional werden möchte, weil dieser Typ ist das Widerlichste, was ich je gesehen habe. Dieser kleine Wichser, der in seiner Bude sitzt, sich von Mami bekochen lässt und alles in der Welt hat, was er nur braucht, setzt sich wirklich vor seine First World Problem YouTube Fuck-Kamera und labert durch die Gegend, dass man seinen allmächtigen Gott, der alle Probleme der Welt mit einem Schnippen lösen könnte, nicht kritisieren darf, wenn man nicht sein komplettes Leben bei Ärzte ohne Grenzen zugebracht hat, 99,9% seiner Ersparnisse an Afrikaner verschenkt oder sonstige Problemgruppen verschenkt, und dann auf dem Sterbebett, wenn man 60 Jahre seines Lebens ausschließlich danach ausgerichtet hat, diesen Leuten zu helfen, darf man seinen allmächtigen Gott, diesen wertlosen kleinen Wichser oben im Himmel, vielleicht, eventuell fragen, warum er die Geschöpfe, die er selber erschaffen hat, so leiden lässt. Dieser Typ ist widerlicher als alles, was ich mir bisher reingezogen habe an Videos. Und ihr wisst, mit wem ich normalerweise mich kloppe. Wenn du wirklich nichts tust, dann bist du der Angeklagte. Denn du könntest helfen, du tust es aber nicht. Entschuldigung, ich war gerade ein wenig emotional. Jetzt gehe ich wieder normal in die Sache ran. Wenn 1 Million Ärzte ohne Grenzen 1 Million Jahre lang in Afrika helfen würden, hätten sie vielleicht ein Tausendstel von dem erreicht, was dein Gott erreichen könnte, wenn er einmal schnippst. Die Frage ist nicht, warum machst du nichts, um in Afrika zu helfen? Die Frage ist, warum macht deine allmächtige, die menschenliebende Gottheit nichts? Weil eine allmächtige, die menschenliebende Gottheit würde, wenn sie die Menschen liebt und die Macht hat, ihnen zu helfen, den Menschen helfen, du Arschkrampe. Und wer bist du, dass du Gott anklagst, während du weder sein Wesen noch sein Wort kennst? Du bezeichnest Gott als böse, obwohl du seine Motive gar nicht kennst. Herr Gott, da sie ja laut ihrem eigenen Manifest dieser Bibel mehr oder weniger geständig sind, möchte ich sie fragen, was ist ihr Motiv? Ja, also das war so. Ich saß da in der Ewigkeit rum, mein Macintosh wollte nicht richtig booten, aber ich wollte gern Sims spielen. Also habe ich mir ein Universum erschaffen, wo ich dann kleine Affen reingesetzt habe. Das ist ein toller Zeitvertreib, wissen Sie? Sind Sie wirklich sicher, dass Sie nicht auf Wahnsinn plädieren wollen? Während aber deine Motive, dass du nichts tust, Faulheit, Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit sind. Nein, du Sohn eines Rottweilers. Mein Motiv, warum ich nichts tue, wie du es ausdrücken würdest, du Schandfleck der Menschheit, ist, dass ich so gerade eben genug Kohle habe, um mich selber am Leben zu erhalten. Ich habe kein großes Heer von Medizinern, das ich losschicken könnte. Ich habe keine unendlichen Ressourcen. Ich habe keine Zauberkräfte und auch keine Armee von Engeln, die ich auf die Erde schicken könnte, um den Leuten zu helfen. Was du hier forderst, ist zu sagen, wir dürfen uns nicht über Krieg beschweren, wenn ein einzelner Mensch alleine es nicht schafft, eine Militärdiktatur platt zu machen. Dummes Stück Scheiße. Dann ist die zweite Frage, die wir stellen, darf Gott bei dir anfangen? Ich glaube, ich weiß jetzt, was passiert ist. Deine Eltern haben in der Hoffnung, dich loszuwerden, angefangen, dich mit Bleifarbe zu füttern. Und darum bist du jetzt absolut geisteskrank. Wieso sollte Gott, wenn er endlich seinen dummen Arsch aus dem Sessel hochhieven kann, anfangen, mir zu helfen? Meine größte Sorge ist, wie ich den Umzug regel am Ende des Monats. Während die Kinder in Afrika verrecken, weil ihre Eltern von Warlords erschossen oder verpflichtet wurden und sie nichts zu beißen haben und AIDS überall rumschwirrt. Wenn Gott endlich mal anfangen soll, wär's cool, wenn er AIDS verschwinden lässt. Okay? Was hast du sonst noch zu bieten, du hohle Hülle eines Menschen? Das ist alles. Bilder von verhungernden Kindern, moralischer Absolutismus, den ich so noch nie gesehen habe und der mich körperlich krank macht. Und es endet mit einem Gott will dir helfen, Scheiß. Um mal zu zeigen, warum das, was du sagst, so unglaublich widerwärtig und menschenverachtend ist. Hier ein Beispiel in der echten Welt. Es gab einen Autounfall. Eine Frau liegt auf der Straße und blutet langsam aus. Und du kommst vorbei, hältst an, holst deinen Erste-Hilfe-Koffer aus dem Kofferraum, stellst dich neben die Frau und guckst dir genüsslich an, wie sie verblutet, während ihre Kinder dich anflehen, der Mutter zu helfen. Und als der Krankenwagen vorbeikommt und dich fragt, warum haben sie nicht geholfen, war deine Antwort, das hätten die Kinder ja auch selber machen können.